Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Videoübersetzung von AudioDub. Genieße es. Das war ein toller Ausflug. Tolle Ausbeute. Er ist unterlegen, Leute, er ist unterlegen. 10 Punkte, erfolglos. Wir werden in der Nähe sein. Und ich habe es nach Malaysia geschafft. Ich stieg auf das Fahrrad und fuhr zurück nach Singapur, Johor Bahru. Dort, wo mein Kumpel Ryan ist. Wir haben eine weitere Spur zu einer McGregor 26, die wir möglicherweise kaufen und nach Borneo segeln werden. Also gut. Ich bin hier in Johor Bahru Tag 1310 oder so ähnlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier nur versucht, Boote zu finden und gewartet, um zu sehen, was mit den Booten passieren würde. Ich habe hier auf meinen Kumpel gewartet, der sich das Boot in Singapur ansehen wollte, aber er musste in der Schule etwas erledigen. Also werde ich heute mit dem Fahrrad dorthin fahren. Es ist alles bereit zum Mitnehmen. Zurück nach Singapur und schaue dir morgen früh um 10 Uhr ein Boot an. Es ist eine McGregor 26, die zwar nicht sehr seetüchtig ist, aber gut genug, um nach Borneo zu kommen. Die Frage ist, wird sie es schaffen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wenn es ein Boot ist und der Typ bereit ist, es billig zu verkaufen, werden wir zugreifen und ich werde in einer Woche oder zwei wahrscheinlich zwei segeln. Hoffentlich nicht viel länger als das. Obwohl ich mit dem Strom schwimmen muss. Wenn es mit dem Boot nicht klappt, werde ich anfangen zu planen, Kajak zu fahren, aber das Kajak, das ich dafür brauche, wird 1200 Kilometer lang sein. Also werden wir sehen, wie das läuft. Ein wunderschöner Morgen. Du siehst den Himmel dort. Ich lasse ein paar Sachen hier, denn ich brauche nicht alles in Singapur, ich muss auf jeden Fall zurückkommen. Ich werde einfach bei einem Freund in Singapur bleiben, also bin ich startklar. Das Boot wird wahrscheinlich nicht funktionieren, es ist in keinem guten Zustand und ich glaube nicht, dass der Typ es mir für 1000 Singapur-Dollar verkaufen will, was im Grunde 1000 kanadische Dollar sind. Schade, ich würde es ja nehmen, aber es ist wirklich nicht das wert, was er verlangt. Er verlangt etwa, ich glaube 6000 dafür.
Ich bin also wieder in Malaysia. Ich habe gerade die Grenze von Singapur überquert, ich glaube, vor einer Stunde oder so. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich hatte eine ziemlich gute Zeit in Singapur. Ich denke jetzt ernsthaft darüber nach, Kajak zu fahren. Das Problem beim Kajakfahren ist, dass ich eine andere Grenze überqueren muss. Ich muss von Malaysia nach Indonesien und dann von Indonesien zurück nach Malaysia fahren. Das ist eine viel längere Kajakfahrt, etwa 1600 Kilometer. Und wenn ich kein Sozialvisum bekäme, von dem ich nicht weiß, ob ich es für diese Gegend bekommen würde, hätte ich nur 60 Tage Zeit. Das würde also bedeuten, dass ich 60 Tage lang jeden Tag durchschnittlich 26 Kilometer zurücklegen müsste. Es ist machbar, aber es wird einfach nicht so angenehm sein. Ich glaube, das gibt mir nicht genug Pausentage und nur sehr wenige Ruhetage. Ich werde jeden Tag paddeln oder ich mache eine Pause und dann muss ich 50 Kilometer paddeln. Ja, ich weiß nicht, was ich tun werde. Hoffentlich erhalte ich bald eine Antwort.